bei Dunkelheit durch den Dschungel zu laufen, es ist super. Es ist wie in Atlas bei Dunkelheit loszufahren. Das ist immer sehr, sehr gut. Immer eine gute Idee. Nichts mehr. Immer schön ein bisschen umgucken, ne? Man weiß ja nie, wo irgendwas sein könnte. Ja? Jetzt wird gelauscht. Hört sich aber schon geil an, ne? So dieser, wenn der Regen da auf die Blätter prasselt. Viel Platz habe ich eigentlich noch mal im Rucksack. Gut, wie keinen mehr, ne? Essen haben wir vorrätig. Wieder vergammelt. Noch ein bisschen was mit an Frucht. Was denn hier? Hier ist ein Lager. Aber das ist nicht von uns. Das ist nicht von uns, Leute. Ist nicht von uns. Aber wir könnten hier... Ah, ich muss mal eben hier ein bisschen sortieren, ne? Haben wir die Fackel schon mal erlernt, also dass wir die herstellen können. Aber sollen wir hier vielleicht einfach ein kleines Lager aufbauen? Genug Platz, das ist einfach so scheiße. So scheiße mit dem Platz, ne? Nee, machen wir nicht. Komm, wir bauen. Wir machen weiter. Wartet. Machen wir die Kokosnüsse kaputt. Sieht bei uns aus mit Trinken. Komm raus. Und dann haben wir die, sammeln wir die. Dann stecken wir ein. Da hätten wir halt schon, ne, da hätten wir halt richtig geil, hätten wir hier halt, halt alles gehabt, auch Bambuszeug und sowas, aber der Ort gefällt mir nicht. Was? Ja, der Ort gefällt mir. Oh,
gut gefällt der Ort, der gefällt mir nicht. Wie wir die Tabakverband haben wir dann. Und auch genug. Dann ordnet der Karte. Ja? Ein Skorpion. Skorpion. Ja, das Problem ist auch wieder mit dem Lagerfeuer draußen. Es regnet da so viel und das ist einfach scheiße. So schwer sind. Wo ist das denn bitte? Man sieht leider nicht so viel, aber wir warten jetzt mal hier, bis es hell wird. Hey, das sieht ja mal geil aus. Hier ist eine Höhle. Da ist was. Was gefunden. Sprechen mal mit Mia. Mia, I found a campsite in the cave. Looks abandoned. I think the owner isn't coming back. I hope you found something useful. Might be able to learn a thing or two from the way the shelter was built. That's great. Hat auch schon Unterstand und alles zum Speichern. Das ist eine Tagebuchseite. Wir schauen mal, was da drin steht. Dienstag. Wecksignal. Zwei Arbeiter an den Booten. Die meisten schlafen. Einer hält Wache. Wachablösung. Signal. Wann sind die eingeschlafen? Wachablösung. Wecksignal. Der Trupp ist in den Dschungel gegangen. Der Trupp ist zurück. Wieder nur eine Wache. Wachablösung. Dann ist scheißegal, ob sie pünktlich sind. Das sind von den Gold, das ist von den Goldgräbern. Aber schon schick hier. Wir haben hier so ein Bett gelernt, so ein Hochstand, sowas da, das ist geil. Könnten wir, guck mal, so viel mitnehmen, ne? Hätten wir so viel Zeug zum Mitnehmen, das ist ja Wahnsinn. Müssen wir uns merken, den Ort, wenn wir dann was Schönes finden zum Bauen, dann wissen wir, wir haben hier Bambus. Wo kein Bambus kaputt machen. Hätten wir nochmal Kokosnuss, aber wir haben eigentlich gut Nahrung, gut Essen. Okay, wir reden nochmal mit ihr über das Lager. Someone was watching the docks from here.
Found some broken binoculars in the cartel's patrol schedule. Any ideas? I don't know. The competition, maybe? Or maybe a journalist looking for a story. Die Konkurrenz schläft nie, das müsste ein übergeschnappter Journalist sein, keine Ahnung. Yeah, no idea. But I don't think so. Hätte ich jetzt auch okay. Genommen. Over and out. Jetzt wird gerade langsam wieder hell. Sammeln mal das Kokosfleisch. Ja. Jetzt gucken wir mal ganz kurz in mein Tagebüchlein. Hier haben wir gelernt. Hier ein Bambus. Das ist richtig gut mit dem da hinten, weil dann geht es besser. Dann wird es nicht so nass, wenn es regnet. Ne? Unterstand. Ja, den hier haben wir gelernt. Geil. Gefällt mir auf jeden Fall. Sehr schön. Können wir noch ein bisschen gucken, aber ich glaube, dass hier nichts mehr ist. Ne? Orangensaft. Wenn ich wieder ein bisschen sortiere, dann müssten wir doch auch noch Orangensaft da wieder unterbekommen, oder? Ja, so unsortiert hier. Weiter? Geht's hier noch weiter? Hier nicht? Weiter? Wahrscheinlich geht's hier wieder zurück. Leer? Die ist leer. Ja, schon wieder. Echt, das ist schon wieder hier. Würden wir rauskommen. Ah, okay. Nein, ich dachte, also sehr schick, also muss ich schon sagen. Also hier wäre man auf jeden Fall sicher vor irgendwelchen Raubtieren und so. Man könnte hier sicher sein Feuer machen. Ich vermute mal, dass das Lager von denen war, auch das da hinten, dass es dazugehört hat. Dass es ein Teil davon war. Aber ich blicke immer noch nicht ganz durch, was hier los ist. Guck mal, wir sind wieder an dem Wasserfall, wo wir waren. Es muss ja dann schon sehr lange her gewesen sein, dass die da waren, ne? Und die zweite Frage ist, wo sind die jetzt? Wo sind sie hin verschwunden? Ich hätte auch nochmal speichern können, ja, hätte ich.
endlich nochmal speichern können. Wir haben genug. Aber was wir brauchen könnten, wären mal wieder Federn, ne? Ein Papagei wäre jetzt echt nicht schlecht. Ich bin die ganze Zeit immer überlegen, ob ich nicht da... Was meine Seele? Oh, nur eine, ne? Eine Feder. Schade. Ja, das kriegen wir nicht unter. Das kriegen wir hier nicht unter. Ich bin gerade echt versucht, wirklich richtig versucht, hier mein Lager aufzuschlagen in dieser Höhle. Hätten wir nämlich so Abschottungen hier auch, also. Dann könnt ihr hier zum Beispiel die Ecke ein Feuer machen. Hier hätten wir trinken und so. Aber das gefällt mir hier halt nicht, diese Müll, der hier halt rumliegt, ne? Okay. Aber wir speichern mal kurz. Wir legen uns mal so ganz kurz hin und schlafen. Bis 16 Uhr mittags. Einfach mal ausruhen und entspannen. Und dann können wir uns da noch ein bisschen Trinken holen für unser, ne? Unsere Flasche. Und wie viel Hölzer habe ich denn? Habe ich Holz genug? Wir nehmen keine großen Stöcke. Muss ich das essen? Ich habe wieder zu Ich hab wieder Scheißfleisch gegessen, Freunde. Ich hab wieder enges Fleisch dabei, das nicht gut ist. Ich glaube, ich hab was aus Versehen gegessen. Pfeilgiftfrosch gekocht. Kapperschlangenfleisch und das ist Krötenfleisch. Das geht. Wir schlafen eine Runde. Dann muss ich nochmal. Nee, wenn ich so nah dran bin, dann kann ich auch kurz laden. Hallo? Nee, das machen wir nicht. So. Okay. Jetzt aber. Ich würde ja auch gerne das Fleisch brutzeln, aber das Problem ist, dass es draußen regnet. Und wenn es regnet, wisst ihr ja, kann man kein Lagerfeuer draußen machen. Weil das geht aus. Aber wir könnten das zerstören.
Dann hätten wir Stöcker und dann könnten wir in der Höhle das Lagerfeuer errichten. Halt gerade ein bisschen langsam, aber dann können wir wenigstens kurz unser Fleisch brutzeln. Ich denke halt mal, dass es... Ja, das ist eine Höhle, die macht mich, die reizt mich so dolle. Es reizt mich gerade wirklich, da drin zu bauen, ne? Komm, egal, wir machen das einfach, auch wenn da Müll rumliegt. Wir bauen hier unser Lager auf. Hier sind wir mega sicher. Was soll hier passieren? Und es ist schön hier, also... Das ist richtig geil hier. So. Machen da in die Ecke, wo ich gesagt habe, unser Lagerfeuer. Hier. Und zwar machen wir da dieses... dieses hier. Das Ganze eben mal. Ah, wir brauchen da dann noch mehr Stöcker und sowas, aber das ist ja nicht schlimm. Holen wir uns. Wird jetzt gerade eh wieder dunkel und dann ist es ja gar nicht mal so übel, wenn wir hier in Sicherheit sind, ne? Und diese ganzen Steine. Wir haben jetzt große Stöcke finden, da ist noch einer. Spitze hatten und so kleinere Sachen. So einen kleinen Baum zu hacken, so einen dünnen. So was hier. Das ist hier. Sammeln wir mal von dem Stocker. Stocker, Stocker, Stocker. Weil ich glaube auch, dass das ein Ort sein wird, den ich wahrscheinlich gut wiederfinde. Wahrscheinlich, also. Vielleicht brauchen wir es einfach auch gar nicht, ja, aber bevor wir jetzt hier irgendwo groß rumrennen und dann nachher halt wieder dastehen und haben nichts. Da ist es doch einfach sinnvoller, wir bauen jetzt einfach schön unser Lager da in der Höhle drin. Und die hat einen kleinen Bach, also einen kleinen See sogar drin. Ja, weil es da oben ein Löchlein drin hat. Das ist wahrscheinlich so eine Höhle, ein Vulkan oder sowas, könnte es ja auch sein. Und, und haben dann wenigstens was Kleines. Ich denke auch mal, wenn ich mit diesem Let's Play hier durch bin, ne? Dann werden wir dieses Spiel auf jeden Fall nochmal spielen, richtig. Und dann bauen wir uns da einfach ein Lager auf. Dann kann man sich das ja schon vorab merken hier, wo das ist. Und dann bauen wir uns da ein richtig schönes Lager und ne, dann geht man halt da los.
im Einzelplayer jetzt in Geschichte, da geht es ja eigentlich auch darum, das aufzudecken, was passiert ist. Ja? Da finden wir immer diese kleinen Lager und können dann da speichern oder uns da ausruhen. Ja? Da ist ja dieses Großbauen geht da ja gar nicht. Ich wieder verlaufen. So viel dazu. Ja, ich finde das bestimmt wieder ganz schnell. Da war das Lager, da war es da hinten. Ich bin schon dran vorbeigelaufen. Mhm. Kein Kommentar. Was mal geil wäre, noch zu lernen, wäre so ein Standfackeln oder sowas, weißt du, wo man dann einfach, die man dann hier so hinstellen könnte, einen Eingang, dass die leuchten, dass man einfach weiß, wo man ist und was sieht, dunkeln. Da trotzdem mal den Speer draußen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass trotzdem hier vielleicht irgendwelche Skorpione wieder rumrennen. Weiß es ja nicht. Man sollte da halt echt vorsichtig sein. Ein Team zu sein. Nicht drei Steine, ich hatte doch. Steine dahin getragen oder nicht? Aber hier liegen ja genug rum. Kleiner Stein, Stein, kleiner Stein. Kleine Steine mit den großen und dann machen wir den vor Ort, weil ich glaube, ich kann diese kleinen Steine gar nicht mehr tragen. Mal hin und her laufen. Mal runter. Ah shit, ja, wir müssen die da. Da ist es schon verrottet. Mal ganz kurz den Kopf hier hin. Weg den Kopf. Ah. Mal kaputt machen. Ich noch eher von Stein gelegen. Hey. Ah. Oh. Binden das eben an und dann braten wir wenigstens die Skorpione. Skorpionfleisch. Das Feuer wird uns jetzt niemals mehr ausgehen, Leute. Niemals mehr. Also, ich meine in dem Sinne, wegen Regen ausgehen. Oh, das war heiß. Haben wir hier so ein Lagerfeuer? Ja, ich wollte das dann nehmen. Lagerfeuer noch ein Gestell machen. Langer Stock, langer Stock, langer Stock.
wir noch einen langen Stock finden. Aber da kommen mal Bretter raus. Weiß man noch nicht. Und ja, so einen dünnen, bin noch da, sowas. Wieder zu dick. Bambus, da ist noch mal was Dünnes. Wie viel Stück brauchen wir? 2, 4, 6. Sechs Stück. Das waren ja 2 außen, 2 innen. Okay. Wir nutzen jetzt einfach die Nacht. Wir haben wieder Ekel an uns. Um das hier zu bauen. Nochmal 3. 6 machen hier. Einer. Oder so. Oh ne, wir haben eine Wunde. Weil wir sind die Wunde. Jetzt passiert, was hat mich, hab ich da was gebeten? Aber eigentlich hat uns doch nichts gebeten. Verband raus. Hm. Haben wir uns irgendwo gestoßen wahrscheinlich. Kommt vor. Ich bin ja im Dschungel. Kann sowas schon mal passen. Verstößt und verletzt. Oh, shit! Seriously? Lag da nicht vorhin noch so ein kleiner Stein? Ein großer Stein, den sammeln wir mal. Denn eine Axt. Baumfeld oder Bäumchen. Komm mal kurz hier hin. Mach mal an. Nehmen wir auch mal mit. Man braucht, man kann da davon nie genug haben. So, gerade wenn man baut. Wobei ich eher aus diesem Bambus bauen möchte. Ich weiß nicht, aber dieses Grün. Halt schon lassen. Jetzt muss ich mal ganz kurz die Steine da rauspacken. Ja, sonst. So. Jetzt sind wir viel schneller. Feuer brennt noch. So, jetzt haben wir hier auch mal, das kann man hier mal reinschmeißen. Kurz. Oder so. Ja. Wahrscheinlich erst lernen.
ist einfach mal um das Ding auch einmal ausgehen lassen, um dann Clou zu haben und so. Ja, ich überlege mir gerade, wo wir jetzt weitermachen hier, wo wir jetzt zum Beispiel hier so ein... Ja, wir bräuchten halt echt noch solche Standfackeln. Weil bei Nacht, wenn es echt dunkel ist, man sieht halt einfach nichts mehr. Oh, es wird gerade wieder Tag. Haben wir jetzt den ganzen Nacht wieder gebaut? Mal kurz drinnen bleiben. Und das mal dahin. Ich würde sagen, hier machen wir halt so diese Schlafecke. God, I could use a drink. Hier machen wir also die Schlafecke. No, bad idea. Oh. Was, das ist schlechtes Wasser auch kommen.